Hallo, herzlich willkommen zurück bei unserem Nuzlocke Challenge zu Pokémon Soul Silver. Und wir haben in den Folgen diese Pokémon eingefangen. Ein Kleinstein, ein Hutut und ja, unser Knuffenzer und Nibblock habe ich gelagert zur Sicherheit, falls wir diese Pokémon auch noch brauchen. Vor allem habe ich vergessen, Kleinstein kann ihm einen Spitznamen zu geben. Das werde ich auch nachträglich machen, was meiner Meinung nach jetzt nicht so tragisch ist. Tragischer wäre es, wenn die sterben. Und da ich weiß, dass der Meister im Knuffenzertum auch Pflanzen-Pokémon hat, werde ich zu Hutut wechseln, falls ich mich jetzt nicht vertue. Auf jeden Fall lasse ich Kleinstein mal vorne und auf gut Glück. Also wir erklimmen jetzt mal den Knuffenzerturm. Dort haben wir auch unser Nibblock eingefangen. Momentan ist es nicht nachts. Ja, das war echt zufällig. Oh, es war ja Nacht. Ich nehme ja auf und da kommen echt geile Pokémon nachts. Haben die jetzt Knuffenzer oder irre ich mich? Wenn ich Knuffenzer habe, dann nehme ich lieber doch nicht Kleinstünder vorne. Das wäre nämlich fatal. Dann nehme ich lieber Hutut nach vorne, falls die Rampenblöse einsetzen. Oh, wieder ein Kampf. Das ist kein Encounter, wir haben schon das, was wir brauchen. So, dann müssen wir mal einen Tackle ein. Also Hutut macht das schon. Mein Hutut kriegt auch nicht so viel Schaden ab. Also ich nehme die Folgen im Voraus auf. So, ja, und dann schaue ich in meinen Kommentaren nach, was da alles so steht. Ich weiß, dass ich nicht so viele Abonnenten habe, aber es werden hoffentlich einige Kommentare kommen. Und ich freue mich schon drauf. Wusste ich doch, der hat sicherlich die Fenster. Und ein Glück, dass ich Kleinstein nicht vorhin geholt habe. Ich kann den Gegner jetzt einfach wegtackeln. Okay. Das wird nicht viel Schaden machen. Barrankenhieb hat die Chance, einen Volltreffer zu landen. Glaube ich in einer erhöhten Chance, meine ich. Und gleich muss ich wohl wieder einen Trank benutzen. Oh, das ist echt viel XP, muss ich schon sagen. Kommt ein weiteres Fenster. Nicht mehr das wieder Rampenhieb ein. Ah, wusste ich so. Das hat einen erhöhten Volltreffer-Chance. Ich nutze zur Sicherheit einen Trank. Ich habe extra noch einige Tränke gekauft. Ich hoffe nicht, dass ein Pokémon stirbt. Irgendwann wird es passieren, aber nicht vor dem ersten Orden. Und ich habe vorher auch noch einen Fehler gemacht wegen Kleinstein, dass ich Kleinstein in einem Rangenhieb gewechselt bin. Wieso? Das weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. So, der hat wohl nur Knuffenzer. Wahrscheinlich haben seine Kollegen auch nur Knuffenzer. Was ich gut finde. Somit kann sich mein Hutut schön aufleveln. Herr Gegner, was machst du jetzt? War ein schöner Kampf.
Ja, du hast sehr hart gekämpft. Mit deinen harten Rankengieb hast du es mir echt gegeben. Da haben wir Paraheil erhalten. Auch sehr schön. Das kann uns später auch sehr nützlich erweisen. Noch eine Symptom. Okay. Wahrscheinlich hat er auch wieder Profensas im Team. Ganze drei Stück. Ich freue mich schon, wenn Hut eine Pflanzen. Ja, eine Pflanzenattacke erlernt. Eine Flugattacke erlernt. Höchstens Schnabel oder so. Kann ich die Profens ein bisschen schneller erlegen? Gut, du gleich auf hier Level abgekriegt. Ja, Profensas. Noch mehr Profensas. Der Kampf kann eine Ewigkeit dauern, wenn ich weitere Profensas sehe. Und ich kann anscheinend nur Rankengieb. Ich habe wieder 8 KP und es ist Zeit, uns den Hutut. Das Hutut wieder zu heilen. Das ist nicht sehr attraktiv. Also wirst du jetzt einfach vernichtet. Der Hututs Deckel. Das ist nämlich sehr hart, das Deckel von Roll. Denn Roll rollt alle weg. Und da es ein Level Up erhalten hat, könnte es sein, dass ich 50. Ja, das ist definitiv mehr. Ich brauche nicht mehr 3 Tackle, sondern 2 Tackle. Ein weiser Helmut. Also der Weise ist. Sehr weise. Ja, da haben wir noch einen Pokéball und dort befindet sich ein X-Treffer, was vielleicht nur in schlechten Zeiten benutzen können, vielleicht. Auf jeden Fall befindet sich dort noch ein weiser Mann. Ja, ich zittere nicht. Und der hat wieder 3 Knuffensas. Ich könnte auch Multitackle einsetzen. Dann habe ich sein Team vernichtet. Das gibt's aber nicht im Spiel. Und ich kann eh nur mein Hutut benutzen. Wegen lauter Knuffensas. Ich glaube, den Arena-Kampf können wir auch in der nächsten Folge direkt machen. Wir haben ja unser Kleinstein und der wird die meisten Normal- und Flugattacken sicherlich tanken können. Ich glaube, so können wir das machen. Dann brauche ich nicht extra noch zu leveln. Und nach der Arena können wir dann hier in den Ruin hinkommen. Gehen. Das ist auch noch sehr interessant. Und dort gibt es auch einen Encounter. Ach, endlich, Schnabel. Perfekt. Heuler brauche ich auf jeden Fall nicht. Gesichter vielleicht. Ich glaube, die sagen alle irgendwie das Gleiche. Meine Pokémon sind schwach. Meine Pokémon sind schwach. Meine Pokémon sind schwach. Weißt du noch, was schwach ist? Das sind meine Pokémon. Ja, gut. Jetzt so viele Defensas. Okay. Weiser Detlef. Und der hat aber nur ein Defensa.
dafür haben wir eine effektive Attacke, und zwar Schnabel. Aber wir brauchen trotzdem zwei Schläge, ganz einfach, weil der Gegner genau auf Level 6 ist. Ganz hart auf Level 6. Was sehr toll ist, ich habe gerade eben eine Meldung gekriegt, dass Skype nicht mehr funktioniert. Sehr toll. Aber da ich eben mit der Xoya aufnehme, wird es eh nicht auf dem Bild angezeigt. Deswegen ist es eh egal. Ich lasse die Meldung einfach erstmal stehen. Dann passiert es eben. Wobei ich Skype eben doch geschlossen habe. Guckt mich gerade eh nicht. Wenn das hier das... meine Bildoberfläche hier eben ein bisschen verschmutzt. Ah, ich muss vielleicht wieder Tanke benutzen. Also, Roll wollt alle echt weg, du. Kann ich noch jetzt eben Tank benutzen? So, wenn ich hier was habe. Ich habe einen Trank. Den kann ich benutzen. So, ich kämpfe mal gegen den hier. Ach, da oben ist sogar jetzt unser Rivale. Weiser Ingolf nutzt 2% aus. Auf Level 7 sogar, aber das ändert sich nicht daran, dass wir immer noch 2 Schläge brauchen. Jao! Das war ein nicer Volltreffer. Hat genau 8 KP gezogen. Dafür haben wir ein Level Up. Sehr nice. Und der hat sogar ein Hut dabei. Und ich setze mal Hypnose ein, spaßeshalber. Leider geht meine Hypnose daneben. Ich versuche es nochmal mit Hypnose. Schlaf du ruhig mal schön ein und ich kann dann... Dann soll ich das machen? Zu Kanimani rüberwechseln. Der aber auch noch ein bisschen XP. Wow, Gegner ist direkt aufgewacht. Das ist sehr nice. Aber ich setze mal Aquaknarre ein. Müsste... Ah! Das wird nichts bringen, weil wir speziell, also Aquaknarre speziell ist. Tackle, das wird nicht viel abziehen. Und da haben wir Hutut besiegt. Ich hätte auch auf Kleinstein rufen können. Die Option wäre auch unmöglich gewesen, aber ich wollte irgendwie keine Mani nehmen. So, da haben wir diesen Weisen auch besiegt und jetzt, ja, geh mal durch. Den weiseren Weisen mit Bart. Ein, der Weisester. Okay. Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese TM überreichen? Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbessern. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Schote! Pa! Er ist erzählt mir groß, er sei der Weiseste von allen. Dann macht er sofort schlapp. So, Schote verwendet Flugzeug. So, dann kämpfen wir mal gegen den Weisesten der Weisen Weisen. Holen erstmal den Pokéball. Dann können wir ihn auch mal allesamt wegrollen. Eine strahlende Zukunft. D
der weiseste Merrick. Und ich hole euch mal alle mal weg. Mit Schnablette. Der Schaden war nice. Also wenn ihr gleich einen Hut ruft, genau, dann holen wir mal unser Kleinstein rein. Aber ich werde ihn erstmal weghypnotisieren. Was natürlich nicht möglich ist, weil ich vergessen habe, dass Hutut Insomnia kann. Aber ich wechsle doch zu Kleinstein. Und gegnerisches Hypnose klappt. Natürlich. Natürlich klappt die Hypnose des Gegners. Und das sieht sehr toll aus. Wir haben keinen Schlafheiler und müssen Panimani wechseln. Kommt in der Attacke, dann sieht es doch ein bisschen schlecht aus. Okay, Heuler kannst du ruhig machen. Das macht so viel Schaden. Sehr toll. Ey, geh weiter auf Aquaknarre. Aquaknarre. Dieser Kampf wird ätzend. Ich muss nur hoffen, dass die Gegner keinen Crit macht. Und hoffen, dass Kanimani mich aufwacht. Ich muss mich heilen. Ich kann es mir nicht erlauben. Ich habe noch 7 Tränke. Gleich muss ich wieder einen Einkauf starten. Ich glaube, den Einkauf mache ich offscreen. Und dann, ja, kämpfen gegen Arena weiter. Ja, Kanimani, mach mal bitte einen Crit. Das würde uns ein bisschen helfen. Schade. Gegner setzt weiterhin Schnabel ein, was nicht viel Schaden macht. Und ich setze weiterhin... Boah, gut, knapp. Gute Arbeit, Kanimani. Du hast die XP redlichst verdient. Kleinstein erreicht Level 5. Auch sehr nice. Gegner hat einen Präferenz. Ich muss auswechseln. Ich will meinen Kanimani natürlich nicht verlieren. Und ruf Hutut in den Kampf. Gegner setzt Rampenbein. Das ist nicht sehr effektiv. Und ich setze Schnabel ein. Das müsste fast reichen. Ich werde den Fluchtseil nicht benutzen. Ich gehe einfach mal so raus. Das ist kein Problem. Ich glaube, wir müssten den TM Blitz erhalten. Kanimani erhält jetzt auch Blitz. Sehr nice. Was ist da mal weg? Ah, sehr gut. Wir haben 1200 ja, Pokédollar gekriegt. Genau, wir haben Blitz erhalten. Das brauchen wir momentan nicht. Und ja. Wir können den dunkelsten Ort. Okay, wir haben ein Fenster. Das heißt, wir könnten die dunkle Höhle betreten. Machen wir aber noch nicht. Gehen erstmal ganz chillig zurück und heilen mal unsere Pokémon. Ich kaufe dann offscreen einige Items und dann können wir uns an die Arena ranwagen. Dead Framerate, das ist sehr toll. Jetzt habe ich den Shop verpasst.
Der Shop müsste unten links sein. Oder, hä? Gab's hier einen Shop? Bin ich hier blöd? Oder, ja, okay, hier oben links. So, hallo, ich... Okay, dann jetzt mache ich es überhaupt nicht offscreen, egal. Ich kaufe mir erst ein paar Tränke, 4 Stück. Ich glaube, 10 sollten erstmal reichen. Ich kann immer jetzt kaufen ein paar Pokébälle. Ja, so viel kann ich auch nicht kaufen. Ich weiß, dass der Arenenleiter nichts mit Paralyse und Schlaf oder etc. zu tun hat. Doch, Hypnose. Ich guck nochmal. Aber Schlafheile gibt's noch nicht, glaube ich. Nur die beiden Sachen, Gegengift und Terrorheiler. Jetzt muss ich nur auf Schlaf aufpassen. Dafür haben wir unser Hut. Da ich jetzt weiß, dass der tatsächlich Insomnia kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und kämpfen gegen den Arenenleiter Falk. Ja, und dann, keine Ahnung, ob ich danach direkt die Ruine mache und dann die, oder die Folge darauf. Mal gucken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Daumen hoch, wenn ihr wollt. Und ja, gebt ein Favo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.